So, willkommen zurück zu LS 13. Ich habe es geschafft, den Anhänger aufzuladen mit den ganzen Holzstücken, die hier liegen. Und zwar sieht der Haufen so aus. Und ich kann dir mal ganz fix erzählen, oha, ganz fix erzählen, warum das so aussieht. Und zwar habe ich jetzt bestimmt 2, 3, 4 Stunden gebraucht, um den Anhänger aufzuladen, denn jedes Mal, wenn ich das Spiel gespeichert habe und ausgemacht habe, um ein bisschen den Kaffee zu trinken und so weiter, dann wieder reingegangen bin, flog das Holz durch die Kante von dem Anhänger hier. Und naja, dann habe ich dann das halt alles wieder runtergehauen, wieder aufgeladen. Und ja, das hat auch so eine Weile gedauert. Dann habe ich immer wieder zwischendurch abgespeichert, 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 dass ja nicht schief gehen kann. Und na, sagt schon, bisschen Spiel abgeschmiert. Und natürlich hat es nicht mehr gespeichert. Zum Glück macht das Spiel automatisch Backups und dadurch habe ich jetzt wieder aufgeladen. Ja, ich will euch nichts vorenthalten. Das macht jede Menge Spaß. So, aber wie gesagt, wir haben es jetzt geschafft. Und die Ketten machen wir aus. Und ich hoffe mal, wir kommen heil unten an im Sägewerk. Wo war denn eigentlich die Hupe? Aha. Oh, das ist also meine Trackerhupe. Okay, und ich sehe, da oben ist noch ein Holz locker. Aber egal, das sollen sie nicht weiter stören. Das lassen wir eben hier auf dem Weg. Das ist gut. Da kann ich meinen Kran jetzt hier reinlegen. So. Und da passt das. Einigermaßen. Ja. So, und hier steht natürlich der andere Truck, den wir noch brauchen für den Langholztransport. So, und da wie gesagt, es ist jetzt so ziemlich spät in der Nacht schon hier bei uns jetzt in echt. Deshalb nicht ganz so stören lassen, falls ich schon ein bisschen verschlafen rede. Das passiert nun mal, wenn man dreimal am Tag versucht, den LKW aufzuladen. Aber was tut man nicht alles für euch? So. Das sind wir auch schon da. Und ich bin gespannt, erstens, wie lange das Ausladen dauert. Zweitens, wie viel Geld wir bekommen. Und drittens, ob das überhaupt geht ordentlich. Oder ob wir genauso Probleme jetzt haben. Ja, und weil ich euch noch erzählen könnte, ich war sogar zwischendurch mit dem MB-Truck tanken, weil der Tank. Eieiei. Weil der Tank alle war. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange ich da gesessen habe, um das Holz hier reinzukriegen. Ja, vorne noch eine Runde. Das war jetzt nicht so geplant. Aber ihr seht, wie randvoll die Hänger sind. So. Lassen wir die doch so, würde ich sagen. Licht an, oder naja, brauchen wir vielleicht auch nicht. Höchstens das Rücklicht. So. Und da können wir mal. Ja, aber der holt noch fix einen Radlader.
So, dann labern sie aus, machen fix ein paar Foto und dann geht's los. Mal das machen. Wie gesagt, das ist so ein MB-Truck, mit dem geht es relativ schnell dann auch. Aber das sieht gut aus. Vier Stücken auf einmal, das ist nicht schlecht. Abfahrt. Also noch ein paar Hölzer, die nicht fixiert sind. Aber soll sie weiter stören. Drauf sind sie. Schade, dass die Klammer nicht weiter aufgeht. War so unklug, hier unten das zu nehmen. Sechs Hölzer wird immer besser. ...180 brauchen wir, glaube ich, für die Schredder. Bin mir gar nicht mehr so sicher, wie viel das waren. Einmal noch eine Menge Holz hier. Und ich muss sagen, entladen tut sich's gut. So, jetzt haben wir sogar 7 Hölzer. Von Mal zu Mal mehr. Sehr schön. Das Förderband platzen. Aber ich glaube, es ist machbar. Mit dieser Fuhre schon. Da werden wir gar nicht das Langholz unbedingt fahren müssen. Meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, guck mal an, wir haben jetzt einen halben Hänger leer. Und haben 60.000. Eingefahren. Und da könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, falls wir es jetzt schon mit dieser Fuhre erreichen, das Ziel, ob ihr noch diesen Langholztransport sehen wollt oder nicht. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Jetzt haben wir wieder Mist gebaut hier. Jetzt fallen uns hier ein paar mit runter.
wieder 7. Na hallo. Stecken wir wieder im Holztunnel rein. Na gut, tun wir die fix mal einzeln drauf. Gut. Fein so. Dann tun wir um Mitternacht wieder den Anhänger entladen. Jetzt geht's hier weiter. Zwei sind noch. Der Anhänger entlädt sich auch schon. So, jetzt haben wir den Anhänger schon fast leer. Und haben schon fast 180. Das war der erste. Zack, zack. Wieder durchschießen. So. Und Nummer 2. Hier fangen wir mit wenig Hölzern an. Aber das macht nichts. So. So, guckt euch jetzt schon den Haufen an. Ist schon mehr. Jetzt sind wir schon wieder bei 6 Hölzern. So, jetzt sind wir wieder nach einem Fraps-Absturz. Aber ich hab's da zum Glück noch rechtzeitig bemerkt. Gut, machen wir hier weiter. Wir haben ja nicht mehr viel. Ja, was ist? Ist nicht mehr viel.
So. Und das Mulch zu. Hoppla. Na ja, haben wir den Anhänger wieder aufgerichtet. Oh, da ist ein Holzchen daneben gefallen. Aber das macht ja nichts. Schief. Aber scheint nichts auszumachen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ho. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir so komisch geparkt haben. So, wahrscheinlich die vorletzte Fuhre. Und das ist die vorletzte Fuhre. Zack, aufs Vorderband. Hier kommen die letzten. Wenn ich jetzt hier die Zahl da unten sehe, ich glaube, die Schredder kostet sogar 220.000. Wenn mich nicht alles täuscht. Tun wir den am besten mit drauf hier. Das werden wir zwar so schaffen, aber. Es geht ab. Na, geht doch. Los, rein mit dir. Ich brauche dein Geld. So. Da hätten wir es geschafft. Endlich den Mist abgeliefert. Zum Schmarrn. Ja, dann müssen wir rückwärts fahren. Meine Lieblingsbeschäftigung. Dürfte reichen zum Wenden. Tut es doch nicht. Und ich würde sagen, den LKW, den lassen wir gleich hier beim Sägewerk. Der passt hier ganz gut hin.
Würde ich so sagen, würde ich so denken. Hier, so lassen wir den stehen. Gut, lassen wir das so. Und jetzt gucken wir noch fix, wie es denn aussieht. Mit der Forsttechnik. 230.000. Ja, das gibt's jetzt nicht. Meine Herren. Scheiße. Ups, platzierbare Mods. Ja, sie alle verschoben. Ja, ich würde sagen, das können wir verkaufen, das brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt zack und zack kaufen. Und nun haben wir sie. So, jetzt mal Tag machen. So. Na. Komm schon. Ihr seht, hier ist wieder einiges durch die Luft geflogen. Aber naja. Soll es ja weiter stürmen? Wir holen fix die Fräse ab. Steht auf der MIM rum. Wie er sagt, wir können wieder entscheiden, ob wir denn noch als Langholz zum Sägewerk bringen oder nicht. Sagt ihr, ob ihr es noch sehen wollt oder nie. Nee, das ist relativ egal. Ich würde sagen, nee, das reicht. Habt Kurzholz gesehen. Nehmen wir bei Langholz, ist ja ohne Mittelholz, langes Holz, oder? Ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Sagt einfach Bescheid. So. Wobei ich aber befürchte, wir müssen sowieso noch eine kleine Fuhre fahren von dem Holz. Da uns ja noch ein Hänger fehlt, eine Schaufel wäre noch gut. Ja. Das seht ihr. So, warum können wir jetzt nicht annehmen? Das regt mich auf. Super, ist doch drin. Komisch. Aha. Eins. Das oder das oder wie? Wie sehe ich das? So sieht's aus. Na ja, gut. Dann. Das Gerät an, das sieht echt gut aus. So. Das fahren wir bis nach Hause. Das Wasser vorbei, wir können eigentlich auch gleich hier stehen bleiben. Das Gerassel dann machen.
Aber das machen wir in der nächsten Folge. Für mich erstmal Schluss. Ich gehe jetzt ins Bett. Schon nach 12 durch. Und wir sehen uns demnächst in der nächsten Folge, wo wir die Fräse endlich testen werden. Oben ist ein Riesenhaufen noch, den wir schreddern müssen. Und eigentlich hat sich ja die Frage ein bisschen erübrigt, also wir müssen noch ein bisschen Langholz fahren. Da uns zurzeit das Geld ein bisschen fehlt für den Anhänger. Und so ein bisschen Spritgeld ist ja nie schlecht, wenn man ein bisschen Geld auf der Kante hat. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi, danke fürs Zusehen.